Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumers da draußen. Ich bin's, Basti, und ich muss mal ein Statement loswerden zu dem Spiel, was ihr hier grob unten seht. Ich werde euch aber hier nebenher noch ein paar Bilder davon einspielen. Und zwar, es geht um FIFA Street. Und das erscheint am 15. März 2012 jetzt für die Xbox 360 und für die PlayStation 3. Aber nicht für den PC. Und das regt mich auf. Ich bin ein PC-Spieler und ich habe schon jahrelang PC gespielt. Ich habe jetzt schon kurz eine Xbox gekauft. Kann jetzt natürlich mal die Demo hier anspielen und habe sie auch angespielt. Und das Spiel ist auch mordsmäßig geil. Also jeder FIFA-Spieler sollte sich das Spiel kaufen. Jeder, der nur annähernd die Tricks gerne gemacht hat und Tricks gerne sieht. Und keine Ahnung, jeder, der den Hallenmodus gerne gesehen hätte bei FIFA, der ist einfach genau richtig bei dem Spiel. Das Spiel ist einfach super gemacht, saumäßig so auf Coolness ausgelegt. So die Musik ist cool und die Tricks sind cool und eigentlich alles cool an dem Spiel. Nur das so vorweg. Also von daher, sonst würde ich das jetzt auch gar nicht sagen, weil sonst, wenn das Spiel scheiße wäre, würde ich mir so denken, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Aber mich regt es halt super auf, dass das Spiel irgendwie nicht für den PC erscheint. Ich spiele schon jahrelang für den PC. Ich habe bei FIFA jetzt jahrelang darauf gewartet, dass die PC-Version mal so wird, wie die Konsolenversion ist. Und jetzt haben sie es bei FIFA 12 so hinbekommen. Aber bei FIFA Street kriegen sie es nicht so hin. Warum? Warum ist das so? Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht, warum es so sein könnte. Und aber ich verstehe es halt trotzdem nicht daraus. Also es ist halt komisch. Es sind viele Sachen, die darauf hindeuten, warum es so ist. Aber trotzdem ist es eine sehr eigenartige Geschichte. FIFA Street gab es ja schon einige Teile für die Konsolenversion. Haben sie bis jetzt noch keine für die PC-Version rausgebracht. Ein Argument ist zum Beispiel, ja, die Leute spielen sowas zusammen an der Konsole. Also die Leute denken halt immer, dass man am PC alles alleine spielt oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht warum. Außerdem ist ein Argument, das ganze Ding hat EA Canada produziert. Das ist halt ein Projekt von denen gewesen. Die haben dann Budget für bekommen und eine bestimmte Zeit für die, die das machen sollen. Und ja, keine Ahnung, die Entwicklungszeit war relativ kurz und anscheinend dieses Budget auch. Und das könnte ein Grund sein, warum da halt nicht nur eine PC-Version drin ist. Klar, das ist natürlich mehr Aufwand. Du musst halt für mehr Systeme konfigurieren und testen und gucken, ob das halt alles geht. Trotzdem denke ich halt so, dass FIFA sich sehr gut verkauft hat jetzt in den letzten Jahren. Auch die PC-Version jetzt durch FIFA 12, die jetzt halt so ist wie die Konsolen. Also würde sich doch der Aufpreis, ich weiß nicht, was es kosten würde, aber das Geld, was es mehr kostet, das zu entwickeln, das würde sich mit Sicherheit schnell lohnen, weil das Spiel halt auch da mit Sicherheit ein Hit werden würde. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, von daher ist das schon eine sehr komische Sache. Das ist halt auch so ein Grund. Dann ist es noch EA Canada. Ich weiß nicht, wie die so denken, ob die jetzt so denken, hey, der amerikanische Markt, da spielen mehr Leute Konsole. Aber im amerikanischen Markt guckt doch keiner Fußball oder sowas. Also die haben da bestimmt nicht so ein großes Interesse wie hier in Europa. Und in Europa haben halt einfach die meisten Leute, also mehr Leute, eine PC als in Amerika. Klar haben auch viele eine Konsole, aber ich glaube auch für den PC würde es sich, wie gesagt, da lohnen, weil es genug Interessen dafür gibt, interessierte Leute gibt, wie mich halt auch, die PC-Version kaufen. Ich glaube, am Ende geht es auch irgendwie nur ums Geld, weißt du, so ein Konsolenspiel kostet 59 Euro am Anfang und eine PC-Version kostet am Anfang 45, 50 Euro. Trotzdem kann ich es mir nicht vorstellen. Also es ist eine sehr komische Sache. Habe ich mir da eigentlich noch irgendwas zu aufgeschrieben? Ne, mehr habe ich mir da, glaube ich, auch nicht zu aufgeschrieben. Also wie gesagt, die Engine ist die gleiche von FIFA Street wie von FIFA 12. Von daher kann es nicht so kompliziert sein, das auch für den PC hinzukonvertieren. Assassin's Creed, Alan Wake jetzt zum Beispiel als jüngstes Beispiel, hat's ja auch, die haben es ja auch gemacht und die meinten, nach einer Woche hat sich die Portierung auf dem PC schon eingespielt von den Einnahmen, die gemacht haben. Also bei Alan Wake zum Beispiel. Und bei anderen Spielen haben sie es auch hinbekommen. Aber EA ist da in den letzten Jahren sowieso sehr komisch. Ich meine, es gibt kein NBA mehr, kein NHL, kein Tiger Woods. Was gibt's noch nicht? Madden gibt's zum Beispiel auch schon einige Jahre, nur noch für die Konsolen. Und ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht rechnen würde für die PC-Version. Und das regt mich super auf. Ich werde es mir natürlich wahrscheinlich trotzdem holen für die Xbox 360 und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie es noch nachträglich liefern werden für den PC, aber trotzdem ist es einfach, es ist ein Unding, ich verstehe es nicht und ich finde es eine Schweinerei. Und das muss ich jetzt mal hier loswerden, das muss noch mal ein Statement von mir abgegeben werden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Spiel ist saumäßig cool und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der sich es kaufen kann. Und ja, mich würde jetzt mal von euch interessieren, kauft ihr das euch? Wenn ja,
Was wollte ich sagen? Achso, und wenn ja, dann schreibt es mal in den Kommentarbereich und schreibt mal in den Kommentarbereich, was ihr denkt, warum es keine PC-Version für FIFA Street geben wird. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere mehr Informationen als ich oder konnte sich mehr aus diesen ganzen Informationen zusammenbasteln. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Basti oder Modern Consumer.